So, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind in der Nähe von Cosmo Canyon. Kamera, dreh dich bitte. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Da. Und müssen hier nun zu Bogenhagen. Jo. Jo. Und dann werde ich mal gucken, ob wir mal das machen können, was ich schon lange machen wollte, nämlich in diese komische Höhle rein. So. Ach, du bist das. Das ist schrecklich. Die Farbe von dem Pech... Ach so, von dem Pechstern. Die Farbe von dem Pechstern. Die Kinder haben so große Angst, dass sie nicht mal mehr rausgehen wollen. Ich möchte es auch lieber nicht sehen. Na, aber... dem aus dem Weg zu gehen, bringt euch ja auch nichts, ne? So, nebenbei erwähnt. Ich überlege gerade, war hier oben der Laden für die Waffen? Ich glaube schon. Ich muss unbedingt nochmal den Laden finden, wo es noch relativ gute Waffen gab. Ich glaube, das Höchste war wirklich Midel. Und danach? Keine Ahnung mehr. Brauchen wir noch was? Hier nicht. Ich habe keine Angst. Die Untersuchung des Planetenlebens hilft mir. Vielleicht hab ich ja doch etwas Angst, aber jedes Mal, wenn ich die Untersuchung des Planetenlebens lese, kann ich meine Ängste vergessen. Ja. Muss man in dem Fall auch irgendwie... Ah, ich wollte runter! Dankeschön. Hier irgendwo? Was war hier eigentlich nochmal? Lebt mit dem Planeten. Stirbt mit dem Planeten. Vielleicht muss es so sein. Wer weiß. Ich bin betrunken. Ich glaube, das ist ein Mann, richtig? Egal. Es ist, wenn ich an die Kinder denke. Ob wir wohl nur unsere eigenen Kinder retten könnten? Nee, ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Für mich sieht das auf wie eine Frau, muss ich gestehen. Kann man mit dem Barbie reden? Dankeschön. Bla 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 bla. Jemand in Cosmic in Heilmaterial verkauft. Oh, okay. Was war hier nochmal? Hast du was? Und ich habe keine Angst vor den großen Stern, aber ich habe Bauchschmerzen, deshalb bewege ich mich nicht. Das ist die Wahrheit. Ah, wie süß. Naja. Ich hätte auch ziemlich Angst, muss ich sagen. Ist ja nicht gerade. Ja. Keine Ahnung. Man hat halt irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, wenn man ganz Zeit so einen riesigen Meteor vor der Nase hat, im Endeffekt. Stell ich mir nicht schön vor. Das ist ja eine Karte. Aha. Wo soll es sein? Tödlers Paradies, Nummer 5. Unsere Cocktails sind gut, aber unsere Weine sind die besten. Warum schauen Sie nicht mal in Tödlers Paradies vorbei? Heißt der Laden hier so? Egal. Dann waren die Waffen doch hier oben. Nee, das ist gar kein Laden. Was ist denn das? Ist da überhaupt was? Ich klicke einfach ein bisschen rum. Nix, nix, nix. Toll. Ich versuche zum Hochklettern. Um die Zeit rauszuschlagen. Hm. Naja. Nee, stimmt, der Laden. Genau. So. Der Laden war ja hier. Ich meine, merkwürdig, bla 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 bla, ich weiß. Ich wüsste es doch. Hier waren auch keine Waffen, die mir was gebracht haben. Nee, so kacke, Jäule und Bar und sowieso und überhaupt und... ach das ist das Buch der Sterne. Ich bin fast fertig damit. Nichts ist ohne Bedeutung. Wenn ich dies jetzt mache, wird später einmal jemand darauf stoßen. Das alte Volk tat genau das Gleiche. Sonst wüssten wir nichts darüber, nicht wahr? Vielleicht wird mein Buch auch
irgendwann mal von jemandem gefunden werden und damit das, was du hinterlassen haben, lesen kann? Wolltest du das mir damit sagen? Werte Dame? Ich wollte gerade sagen, ich will hier durch, Mann. Ich glaube, Materie könnte man bei dem kaufen. Oder? Bla 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 bla. Ja, das war der. Aber ja. Der hat nichts, was mir. Obwohl, extra HP wäre natürlich eigentlich ganz cool. Eine kaufen wir. Mein Gott. Gerade wegen Yuffie und Co. Die sind ja alle ein bisschen niedrig im HP und da muss ich ja kein Risiko eingehen. Okay, dann gehen wir mal zu Bogenhagen. Schneller. Ich hoffe, der ist auch hier oben. Ja. Ach Mist, ich hätte noch die Gruppe ändern sollen. Ach egal. Hoho. Wann immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr mir hier willkommen. Deshalb sind wir hierher gekommen. Und nun? Hast du dich verirrt? Wenn das geschieht, sollten wir lange und gründlich in uns gehen. Es findet sich immer etwas, das in den Tiefen unseres Herzens verborgen oder vergessen liegt. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Erinnere dich. Was immer es sein mag, es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alles sucht. Das sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss da sein. Sieh genauer hin. Puh. Puh, geht nicht. Claude ruft die anderen auch noch rein. Ach, das ist schön, wenn alle kommen. Siehst du es? Was ist es, wonach ihr sucht? Nichts und wieder nichts. Mir fällt einfach nichts ein. Gleichfalls. Ich schaff das so nicht. Ich kann mich sehr gut an Everett erinnern. Nein, das nicht. Was? Meint er jetzt? Ist das jetzt Bogenhagen, der da redet? Ich sag's jetzt einfach nochmal. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Also es ist doch eher als... Ja, das ist verwirrend. Manchmal. Wie soll man das sagen? Everett war die ganze Zeit über hier. Hier bei uns. Sie war so nahe, dass wir sie nicht sehen konnten. Was Everett getan hat, die Worte, die sie hinterließ. Ich weiß wieder. Bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroth mit ihr aufhalten kann. Aber Everett ist fort. Können wir das, was Everett vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volkes, wenn du das meinst. Wie? Ist das Mädchen etwa dorthin aufgebrochen? Ich hab's! Was hast du? Wir wissen es nicht. Wow! Was wusste Everett? Ah, diese Logik manchmal. Was wusste Everett? Warum trat sie Sephiroth entgegen, statt wegzulaufen? Ich verstehe. Sie ist dorthin zurückgekehrt, richtig? Vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du kommst mit? Was ist daran so erstaunlich? Auch ich will ab und zu mal hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? In so einer Stimmung war ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Aber ja, Junge, der Planet ruft. Klar doch. Hoho, also gehen wir. Ja, das tun wir, Bogenhagen. Um eines möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Materie bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Hm,
das Stadtwerk über uns dürfte der geeignete Ort sein. Und nun, wollen wir los? Sehr gerne. Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu, man zieht ganz einfach hier. Das hast du uns doch eigentlich schon mal gezeigt. Oder? Hoho, ist das eure große Materie? Das ist in der Tat eine seltene Materie. Einer so seltsamen Materie wohnt mit Sicherheit ein spezielles Bewusstsein inne. Große Materie. Sie glüht sonderbar. Von der großen Materie ging ein sanftes Glühen aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Zaubermaterie. Sie glüht sonderbar und näher rangehen. Von der großen Materie ein stilles Glühen aus. Die Farbe ist dieselbe wie bei Befehlsmaterie. Große Materie. Sie glüht sonderbar. Näher herangehen. Von der großen Materie ging ein kaltes Glühen aus. Ist das Bahamut? Materia Neo Bahamut glüht hell auf. Dum 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 dum. Kriegen wir jetzt nicht die letzte? Wie heißt denn das nochmal? Danke, Bahamut Zero. Ich wusste es doch. Na, ja. Yay! Ja. Ohoho, gut, lass uns aufbrechen. Wisst ihr noch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr die Materie sehen wollt, könnt ihr jederzeit herkommen. Dankeschön. Riecht wie Maschinen. Liegt daran, dass es eine Maschine ist. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Ist das, ganz ruhig, ist das Deck dort oben? Da vertreibe ich mir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre, wie die Planet lebt, den Geruch des Windes. Ich spüre aber auch die Größe der menschlichen Weisheit und das Wissen des Geruchs im Geruch der Maschinen. Tja, also, tschüss. Schwebt er einfach weg. Wiedersehen. Ja. Ja. Sind wir nicht. Ja, wir haben uns geheilt, gell? Ja, haben wir. Ich war ja so schlau. Sag eigentlich Yuffie nochmal irgendwas. Cloud! Weißt du, ich frage mich, warum hat Materie immer etwas mit Kämpfen oder Zauber zu tun? Ich wette, die vom alten Volk haben ständig gekämpft. Es muss schlimm gewesen sein. Naja, ich glaube nicht, dass es viel schlimmer ist als jetzt. Wir machen es ja auch nicht anders so, ne? Genau betrachtet. Das haben die bestimmt jemand so Schokobo stehen lassen. Natürlich, ich meine, ist ja nur mein Schokobo, braucht ja kein Mensch. Ja, ich komme immer auf den Knopf. Aber will ich nur landen? Jetzt darf ich hier da hochlatschen. Und latsche auch noch dabei falsch. Nee, ich komme jetzt in den Kampf. Ich brauche keinen Kampf. Oh nein! Ich sag's noch extra. Man, ihr stirbt eh alle instant und so. Wobei ich gerade nicht viel Schaden mache. Zumindest Cloud. Wow! Tiefer! Was geht mit dir? Oh mein Gott! Okay. Ja. Durch die große Materie, die wir jetzt haben, die drei Stück, haben wir jetzt natürlich auch Bahamut Zero bekommen. Das muss man halt so machen, wie ich es gerade gemacht habe, die drei da so antasten, so ähnlich, ne? Und ja. Warum gehe ich schon wieder in diesen blöden Menü rein? Ich vergesse immer, dass man während dem Fliegen nicht ins Menü gehen kann. Ich weiß auch nicht warum. Wir müssen. Oh Gott, wohin müssen wir nochmal? Ich bin schon ganz verwirrt. Er wollte nicht. Ja, stimmt, er wollte zu. Ach, ihr wisst schon.
Mein Gott, mir fällt der Name nicht ein. Egal. Können wir eigentlich mittlerweile hier lang? Das würde mich ja interessieren. Vielleicht geht das ja jetzt erst. Träume sind Schäume. Ach, Menno. Ich hasse dich. Das können die nur rausgepatcht haben, die Böden. Ja, schon. Behält ihr das auch nicht? Warum nicht? Hallo? Hier ist doch genug Grün. Aha, er ist hier. Vielleicht doch wegen den Schokobo. Mal schauen. Ich kann das nicht aufgeben irgendwie. Ich habe keinen Bock dahin zu schwimmen. Es dauert zwar nicht Ewigkeiten, aber es nervt ein bisschen. Besonders die Stelle ist eigentlich groß genug. Ich verstehe das nicht. Naja, okay. Dann halt nicht. Jetzt bin ich schon... Ich könnte mich gerade hauen. Ich will landen, bitte. Landen. Dankeschön. Jetzt Menü. Meine Güte. Dann würde ich... Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen. Machen wir erst das, was ich schon länger mal machen wollte. Heißt, da mal hintauchen. Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es sich jetzt überhaupt lohnt schon. Also ob da das überhaupt schon passiert, was ich vorhatte oder nicht. Weil, ja. Ist halt ein bisschen her. Und wir müssen auch nochmal nach Nibelheim. Ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Wir könnten eigentlich mal wieder nach Nibelheim gehen. Eigentlich. Dann gucke ich mal, ob das da geht, was ich vorhatte. Weil hier gibt es ja auch noch ein paar interessante Dinge. So ein bisschen. Okay. Ich drehe gar nicht durch. Ach Quatsch. Alles okay. Wieso kommt hier eigentlich immer diese böse Musik? Hier ist kein Sephiroth mehr. Ab und zu will die Steuerung nicht so, wie ich will. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sehe jetzt schon, dass ich da unten umsonst den Bart bin. Nein! Menno! Wieso mache ich überhaupt noch mit Zitrom? Ach egal, das wechsle ich. Ich bestehe gerade aus purer Vollheit. Wenn ich das mal so erwähnen darf. Wow, macht ihr viel Schaden. Ich zittere förmlich. Ganzen Körper. Ach Mist, dieser scheiß Spiegel tut ja reflektieren. Das hab ich ganz vergessen. Memo an mich, nächstes Mal, wenn ein Spiegel dabei ist, einfach normal angreifen, sind wir eh alle instant tot. Also hintereinander instant tot. Oh. Oho, oho, oho. So. Dann mal weiter. Weil die zwei Sachen, die ich euch gerne zeigen würde. Ihr habt ja schon gesehen, das klaut ja nicht wirklich. Tatsächlich, es funktioniert. Das finde ich gut. Das sind wir ein bisschen Rückstory. Das ist eigentlich ganz interessant. Da, hier ist dein Essen.
Das ist nachdem Cloud Zephyr angegriffen haben. Danach wurden sie mit dahin gebracht. Weil die beiden natürlich sehr angeschlagen waren. Logischerweise, ne? Komm! Zieh das an! Riecht zwar ein bisschen, aber geht doch. Siehst gut aus damit. Naja. Und wie ihr seht, Cloud hat mal wieder eine Überdosis von Marco. Hey Opa, mein Gott in Sicht. Klappe, sei froh, dass ich dich überhaupt mitgenommen habe. Was willst du mit Mika machen? Ich weiß, was ich tun werde. Ich habe eine Bleibe zum Untertauchen. Ach nein, deutet ja auch die Mutter. Das wird nix. Muss meinen Plan ändern. Auf jeden Fall brauche ich erstmal Geld. Wollen wir ein Geschäft starten? Aber welches? Du, Cloud? Was meinst du? Kann ich gut? Du, Opa? Was kann ich wohl besonders gut? Was fasst du da? Du bist doch noch jung. Junge Leute sollten alles probieren. Seh dich um, solange du jung bist. Zieh los und finde, was du wirklich willst. Alles probieren. Da gut reden. Ha! Natürlich! Ich habe mehr Grips und Muskeln als andere. Alles klar. Ich werde Söldner. Klar, danke, Opa. Sag mal, hast du denn gar nichts zugehört? Hör zu, ich werde Söldner und basta. Ob öd oder gefährlich, für Geld tue ich alles. Ich werde reich. Na, Cloud, was willst du tun? Warte, du verstehst nicht. War ein Witz. Ich lasse dich nicht hängen. Wir sind doch Freunde. Söldner, Cloud. Genau das werden wir. Verstehst du, Cloud? Die beiden sind gerade auf der Flucht, so nebenbei erwähnt. Und wie ihr merkt, Cloud kann sich noch nicht wirklich bewegen, weil er halt auch diese Marco-Vergiftung hatte. Wie Medell halt. Was machen wir mit ihm? Vergiss es, lass ihn einfach. Zack war sein bester Freund. Durch ihn lebt Cloud überhaupt noch. Ach, wenn ich das sehe.
kommen mir so viele traurige Sachen in den Kopf. Kurz für Midgard. Was auch ganz interessant ist, ist hier. Projekt C, Exemplar B. Im Bereich ist ein Kratzer, der durch einen Fingernagel. Lass uns von hier verschwinden. Ja. Irgendwo stand hier noch was. Hier. Im Becher ist ein Kratzer, der von einem Fingernagel. Fütterung. Das ist unsere Chance. Das war halt. Das hatte halt. Zack hat das halt Cloud geschrieben. Weil Cloud konnte ja nichts mehr machen. Der hat nur noch ihn wahrgenommen und ihn zwar gehört und Co., aber er konnte nicht mehr reden und Co. So wie halt da vorhin, ne? Midel halt. Vorhin. Witzbold. Das war ja nicht vorhin, das ist ja schon wieder ein bisschen her. Und ein bisschen. Ja. Hier, diesem bösen Labor, ist viel Schlimmes passiert. Vincent, Cloud, Zack. Deswegen hat dann auch Cloud diese Persönlichkeitsstörung bekommen. Weil er den Tod von Zack irgendwie auch nicht verarbeiten konnte. Warum mache ich denn schon wieder eine komische Attacke? Ich kann ja ihn normal angreifen. Warum zauber ich die ganze Zeit? Das ist total unnötig. Ach, egal. Ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. Auf jeden Fall wollte ich euch das hier auf jeden Fall noch kurz zeigen. Ich denke. Ja, es gehört einfach zur Story. Es gibt zwar bestimmt die einigen Spieler, die das nicht machen oder einfach nicht mehr bekommen, weil sie durch ihr Nichtwissen hier gar nicht mehr herkommen. Aber nachdem Cloud sich halt erinnert, erinnert er sich natürlich auch wieder an sowas. Logischerweise. Dementsprechend wird es dann halt auch gezeigt. So. Können wir eigentlich. Das weiß ich jetzt gar nicht. Können wir jetzt eigentlich mittlerweile mit den Eltern von Zack reden? Eigentlich eine gute Frage, weil jetzt erinnert sich Cloud doch wieder. Das könnte ich eigentlich mal probieren, muss ich sagen. Ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Mal schauen. Dann werde ich aber erstmal wieder Schluss machen und werde es mir dann nächstes Mal angucken, ob ich das machen kann. Und sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Final Fantasy 7. Also, bis dann und schöne Ostern. Ciao.